Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Was wir in der letzten Folge gemacht haben, weiß ich nicht aus dem FF, denn ich war die letzten paar Wochen ja nicht daheim und habe auch nichts aufgenommen, wie ich euch ja damals gesagt habe. Jetzt habe ich aber mal herausgefunden, dass diese Kühe hier Fleischkühe sind. Also unnütz sozusagen. Und cool. Bedeutet, ich würde sagen, wir machen heute mal eine Schlachterei, weil dieser Aufwand, mich um die zu kümmern, auf die habe ich gerade gar keinen Bock. Komm, wir gehen jetzt hier mal auf Schlaf. Gute Nacht. Aua, die können ja schlagen. Huch. Sag mir das einer früher, dass die wehtun auch. Und Leder kriegt man aus denen gar nicht raus. Okay. Gut zu wissen, dass man aus denen nichts rauskriegt. Nicht so optimal gelaufen gerade. Weil ich hoffe eigentlich, dass ich da draußen was Besseres kriege und mir eventuell irgendwas aufbauen kann. Wie viel Tonnen Eiersalat habe ich gemacht? What the fuck? Genau, da sind unsere Serverbatzen drin, die auch schon relativ gut voll sind, beide. Wie viel haben wir denn hier drin? Ach du Heil. Wie viel Cobblestone? 600. Heiliger Bimbam. Das heißt, wir machen mal einfach für euch. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr beispielsweise am Telefon schaut. Ich werde mich mal erst wieder dran gewöhnen müssen. Groß. So. Das ist für mich jetzt eine komplette Umstellung, aber jetzt könnt ihr das auch alles besser lesen. Oder mal sehen. Ich probiere das jetzt mal so eine Zeit und ihr könnt mir ja sagen, ob euch das besser taugt. So. Mein Plan wäre, Kühe zu finden, mit denen ich Milch kriege. Ob sowas gibt, ist natürlich fragwürdig. Oder... wir gehen mal ins Portal. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Nicht heute auch noch auf. Also mit dem Loch machen, weiß ich auch noch nicht, ganz ehrlich. Also, da mal wieder was reinzusetzen. Ich könnte mal noch eine Lava holen. Einfach, wenn ich hier eh schon mal hinten bin. Ist das ja gerade wurscht. Weil wir müssen ja irgendwann mal schauen, wie wir das jetzt hier weitermachen. Also grundsätzlich hätte ich gerne... ein Enderman, weil mit Le Enderman, kannst du aufhören? Danke. Aua. Mit Le Enderman können wir dann uns, was wollte ich mit dem Enderman heim machen? Irgendwas wollte ich damit machen. Oha. Fast leer. Mit Le Enderman. Ich habe irgendwas im Kopf, dass ich eine Enderpearl brauchte. Ah, genau, für den Strom-Exchanger. Bedeutet, die Bohrungssysteme funktionieren besser. Genau. Und wie viel haben wir mittlerweile auf der Batterie? Batterie ist voll. Bedeutet, hier geht eigentlich auch nicht mehr wirklich. Okay, wir haben eine Dauer. Halt, Grundverbrauch stimmt. Oh, da sind tonnenweise Eisenbahnen drin. Hupsala. Ist hier noch was drin? Nee, hier ist auch nichts mehr drin. Hier ist auch nichts mehr. Hier auch. Ist hier noch was drin? Nee. Aber mit 63 Eisen. Würde ich mal sagen, kann man arbeiten. Haben wir das hier schon drin? Ja. 149 Eisen. Alter. Wir können uns mal wieder um Wolle kümmern. Holen wir mal ein bisschen Wolle hier aus dem Keller wieder raus, damit die auch wieder frisch wachsen können. Ich würde mal sagen, wir machen noch schnell eine schnelle Ernte. Ist hier was reingefallen? Nee. Außerdem, was ich euch auch sagen kann, ist, dass ich mich aktuell um einen eigenen Server, über ein eigenes Servernetzwerk traue, beziehungsweise ich habe mir jetzt einen Server gekauft, der steht gerade neben mir am Boden, ein Riesenteil mit 8 Kernen, 16 Threads und so Zeugs. Habe jetzt mal geleistet, wie mache ich da draus nochmal Wolle? Ich kann aus Baumwolle Baumwolle machen. Ah ne, ich glaube, das muss ich am Tisch machen, ne? Also so. Jo. Leute, wir können die reine Wolle eigentlich da rein versenken. Und den Rest hier wieder reinhauen. So, aber. Haben wir noch ein paar Cherry Bombs drin. Und dann würde ich noch einmal schnell hier draußen ernten. Wenn ich genug zum Ernten halt hab, ne? So.
Inventar ist noch nicht ansatzweise voll. Huchala. Nicht ausgewachsen, ausgewachsen. Wir haben ja schon einige Sachen mittlerweile eigentlich so. Ah, schön. Haben wir ein bisschen was fürs Lager getan, damit wir genug auf Lager haben. So. Und vielleicht mal in Zukunft. Was ich gerne machen würde, vielleicht können wir so einen automatischen Fischer oder sowas bauen. Und damit dann sozusagen einen. Wie habe ich Mehl gemacht? Blows like a tree, gives fruit after rainstorm. Ich würde nämlich heute, ehrlich gesagt, das Zeug alles mal hier lassen. Also all die wichtigen Sachen. Die Eisenschaufel jetzt nicht unbedingt. Der Eimer auch nicht. Aber ich würde mir dann noch ein paar Sachen schnell machen mit den Sticks hier. Davon würde ich 3 mitnehmen. Oder machen wir 5. Denn ich würde mich gerne über was drüber trauen, wo ich mich noch nie wirklich getraut habe. So, das kommt hier wieder rein. Ich brauche dann noch ein bisschen Eisen. Und zwar würde ich gerne mich in dieses Portal ja bewegen. Und da ich da mal Eisen im Überfluss habe, nehme ich mal einiges mit. Was man vielleicht auf der anderen Seite brauchen könnte. Wir wissen es ja nicht, wir waren ja noch nie da drüben. Bedeutet, wir tun einfach mal alles, was man braucht. Mitnehmen, so. Jetzt sind wir ausgerüstet auf jeden Fall schon mal. Was haben wir denn hier alles? Ich mach mal gucken, was wir alles eigentlich hier so auf Lager haben. Energy Conduits haben wir auf Lager. Nicht schlecht. Genau, und da sind die Producer. Warum ist da der Producer dran? Habe ich die nicht draußen gelagert? Warte mal. Ja doch. Warum bist du da drin? Mein lieber, lieber Freund, du gehörst da nicht hin. So. Jetzt wird's wieder Nacht. Eigentlich müsste ich ja auf Enderman-Suche gehen. Warte mal, ich kann doch mit denen, oder? Ich kann doch mal ein Bogen bauen, ne? Warte mal. Oh. Wo war das Zeug? Konnte man mit euch nicht. So, jetzt habe ich 4 Seile. Ich brauche noch. Ein paar raus. So. Stimmt, das ging ja auch noch. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit diesem großen Inventar, was ich habe. Warum habe ich einen Zombie? Was habe ich alles? Alter, ich bin ja ausgestattet. Energy Adapter. Flugdauer. Kleine Rotkugel. Habe ich noch Flint? Ja, habe ich. Federn habe ich auch. Brauche davon halt auch nur 3. Und jetzt brauche ich noch Stays. Weil, wenn ich mich nicht irre, ging das ja. Ich habe ewig lang keine Pfeile mehr. Sharp Stick. Ernst? So, 12 Pfeile. Sollte ja eigentlich. Dann Skelett, ein Skelett und ein Skelett. Enderman. Endermans geben Enderperlen und ich brauche eine Enderperle. Wo sie hier jetzt schon 3 Wüstenzombies. Nehmen Sie die Hände hoch. Ich kann sie da hinten sehen. Okay, was ist das zur Hölle? Komisches Zeug. Ja, geil, jetzt bringt der. Ich hab den Enderman verpasst. Nope, lege ich mich eindeutig nicht mit an. Das ist ja ein Skelett. Ey, ihr wollt mich verarschen, oder?
Bye bye. So. Was auch für ein komisches Zeug ihr mir jetzt gegeben habt, ich werde es untersuchen. Und ja, ich bin so einer, der in der Nacht normalerweise immer schlafen geht. Kuckuck. Hi. Oh shit, jetzt habe ich kein M. Ah, mal unten ist einer. Da sind sogar zwei. Kein guter Zeitpunkt, mein Freund. Echt kein guter Zeitpunkt. Oh ja, scheiße. Jetzt hat der mich auch schon angehittet. Was habt ihr denn? Aua! Oh, 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 oh. Da. Gott sei Fix aber auch nochmal. Dass das genau jetzt passieren muss. Aber ich habe genug Eisen auf Lager, damit ich mir alles leisten kann. Dreckiges Arschloch! Alter, es reicht doch mal. Was habt ihr denn alle? Toolbag. Potionbag. Wurftrank der Unsichtbarkeit. Das ist ja auch, was jedermann will eigentlich, ne? Krieg ich auch Enderperlen anders. Legen wir uns mal schlafen und überlegen wir das nochmal, ob ich Enderperlen anders kriegen könnte. Ah ja, da habe ich wieder Fotos gemacht für die Post-its. So, dich kann ich doch sicher entfernen. Right-click, edit. Delete mit Delete, also entfernen, meinen sie wahrscheinlich, ne? So, das ist die ganze Karte, die wir bis jetzt erforscht haben. Jo, so ein ordentliches Stückchen. Da ist voll. Warum ist das hier so komisch? Da haben wir Öl. Da haben wir rumgebaut. Was ist das? Da ist ein Pfeil. Ist der echt ein Pfeil? What? Da ist eine größere Burg. Dorf ist hier aber nirgends, ne, oder? Dorf sehe ich hier nicht. Doch, hier. Ganz hinten ist ein Dorf. Müsste man eigentlich mal besuchen gehen, ne? Beziehungsweise hier bauen und dann mit einer Zugstrecke hin und her fahren können oder sowas. Wäre bestimmt auch geil. Und dann hier so Excavation-Punkte, wo man nacheinander alles langsam abbaut. Und sich holt. Aber... Was ist das? Catalyzed Glad. Kann ich damit was machen? Das ist Schwarzpulver. Kann ich mit dir was machen? Nee. Bookbag. Und? Verzaubertes Buch. Flamme. Für meinen Bogen. Hm. Also ich würde das mal die ganzen interessanten Sachen. Neben dem, dass ich wieder Schwarzpulver habe. Die Rüstung hier reinlegen.
Dich kann ich auch mal währenddessen hier wieder verwahren. Extra habe ich jetzt auch irgendwie erstmal für den Vorrat. Wo läuft? Ich lege mal alles wieder so wie vorhin das war. So. Weil, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann durch das Portal. Und schauen, was in den Tiefen dieses Portales zu finden ist. Weil ich bin ehrlich gesagt noch bin da lange nicht mehr durchgegangen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Also, bis dann. Ciao.